Herzlich willkommen bei Mini Paradise zur vierten Folge von Einmal gegen alles Warhammer 40k. Nach dem letzten Spiel, wo die Imperial Fists gegen die Necrons vom Kai ran durften, haben wir beide noch eine Rechnung offen, weil der gute Jens ist wieder da in der vierten Folge. Hallo. Mit seinen Tyranniden. Und ja, wir haben ja das letzte Spiel mit den Grey Knights, haben wir ein richtig knappes Spiel gehabt, 22-23, glaube ich. Hat Spaß gemacht, ne? Ja. Entsprechend, wie schon eben gesagt, haben wir eine kleine Rechnung offen. Ja. Wir versuchen das natürlich wieder so knapp zu gestalten heute. Ja, oder auch nicht. Ja, also ja, die Liste wird jetzt, wie gesagt, wird jetzt immer ein bisschen härter. Ja. Und ich spiele heute mal das Adeptus Mechanicus, die guten roten Jungs. Und die kennst du ja schon. Wir haben einmal durfte ich schon gegen die spielen. Ich habe, wir haben ja seitdem nicht mehr gespielt, seit unserem letzten Video. Genau. Ja, die Tyranniden-Armee hat sich noch nicht so ganz viel weiterentwickelt, weil ich im Moment so ein bisschen in meinem Flash-Eater-Hype gefangen bin. AOS, ja, ist verständlich bei dir. Als alter Dino-Neuling kannst du jetzt endlich mal Schaden machen mit dem Flash-Eater. Jetzt laufe ich nicht nur weg im Nahkampf, ne? Da haben mir die Tyranniden ja haben mich auf den Geschmack gebracht und demzufolge, genau, geht es heute in Runde 2 gegen eine andere Armee, so wie wir es hier angekündigt haben. Mhm. Ja, und also ich werde sie nicht so ballern spielen, das seht ihr gleich auch in der Armeevorstellung. Ich werde sie ein bisschen nahkampflastiger stellen und ja, wir erhöhen jetzt auf 1500 Punkte. Ja. Das heißt, da ist jetzt ein bisschen mehr dabei. Deine Liste ist natürlich ja, gewohnt Jeans-Dealer-lastig, aber das seht ihr auch gleich. Die sind mir sympathisch. Komisch, wer dir das gesagt hat. Keine Ahnung. Ganz verrückter Typ. Ja, vor allem, naja, wir sehen es ja gleich. Bereust du es jetzt schon? Nein, ich spiele ja gerne gegen die. Und wir gucken einfach mal. Du lernst die Schwächen auch noch kennen. Ja, mit Sicherheit. Ja, 1500 Punkte, wunderbares Schlachtfeld haben wir heute. Missionstechnisch spielen wir auch wieder ganz einfach. Das heißt, Ars Bellica Missionsziele stellen wir hin. Und dann gibt es am Ende jedes Zuges dann einen Siegpunkt für jeden gehaltenen Marker dann auf dem Schlachtfeld und am Ende werden wir die Killpoints noch zählen. Das heißt, wir müssen auch nicht viel nachdenken, wir lassen diese blöden Missionszielkarten komplett aus dem Spiel. Das ist gut. Und Käfer können nicht denken, die wollen ja nur fressen. Ah ja, was sagt er jetzt? Alter Schelm. Ein bisschen Spaß muss doch dazu gehören. Nein, ab jetzt nicht mehr. Okay. Nein. Und ich denke mal, wenn wir dann auf 1750 Punkte sind, dann gehen wir dann wirklich ins Ars Bellica mal richtig rein. Wir müssen natürlich dann die Beschränkungen, was die Armeelisten 1750 Punkte angeht, komplett außen vor lassen, weil da wird es definitiv Listen geben, die da nicht konform sind, weil Ars Bellica ist ja so ein bisschen, es entschärft vieles, was so diese Einheitszusammenstellung oder Anzahl angeht. Das wird bei uns nicht immer stimmen, das kann ich jetzt auch so sagen, auch alleine bei den Listen, die ich dir dann entgegenwerfe. Aber ich denke, dann werden wir es also auf 1750 Punkte, werden wir uns so ein bisschen einpendeln, dann werden wir viele Spiele machen. Das heißt, da wirst du dann auch die anderen Armeen, die du dann schon mal gehabt hast, als Gegner dann nochmal in anderen Listen haben. Aber dazu einfach dann später mehr. Genau. Wir halten es einfach noch. Genau. Und haben sekundär Missionszielen, die dann noch dazukommen. Tertiär und so alles. Also wir halten es einfach und wir konzentrieren uns einfach auf das schöne Spiel. Ja, wie angekündigt auch, weil da ein Kommentar kam, wir werden heute mal so ein bisschen mehr erklären, was so das Spiel angeht, auch so diese einzelnen Phasen vor dem Spiel. Ich weiß, da sind viele Veteranen unter euch, die das Spiel auch schon kennen und da auch immer gute Tipps geben, aber wir haben auch tatsächlich auch Neulinge, die diese Videos hier gucken. Oder mitspielen. Ja, aber ich meine, also richtige Neulinge, ne? Weil du hast ja schon die dreckigen, miesen Gedanken, wie man ein Spiel gewinnen kann und für sich entscheiden kann. Das haben ja andere noch nicht. Und deswegen zeigen wir euch oder gehen ab und zu mal mit so einem kleinen Satz nebenbei mal so ein bisschen näher drauf ein, dass ihr einen etwas tieferen Einblick gewinnt. Und ja, dann steht natürlich im Vordergrund im Laufe der Serie, um das nochmal zu sagen, um wirklich, dass du alle Armeen kennenlernst, die es so gibt. Ich dachte Spaß. Nein, das habe ich dir doch eben gesagt, das ist jetzt vorbei. Achso, ja. Hab ich vergessen. Okay. Also, wir wünschen uns trotzdem viel Spaß jetzt. Und euch natürlich auch. Und dann zeigen wir euch mal die Armee. Viel Spaß.
1472 Punkte Adeptus Mechanicus in einem Battalion Detachment. Das heißt, da kriege ich schon mal 5 Command Points dazu zu den 3 regulären. Also es ist immer so, für alle Neueinsteiger, man hat ja verschiedene Detachments, die man jetzt stellen kann. Soll heißen, dass es einfach gewisse Zusammenstellungen aus den einzelnen Truppen gibt, die dann, wenn man das erfüllt hat, Command Points dazu generieren. Bei einem Battalion wären es jetzt 2 HQ-Modelle und 3 Standardeinheiten. Die haben wir dann hier, also die zählen auch noch dazu. Ich habe 4, aber um 2 HQs. Das ist ein Battalion und da kriege ich, wie gesagt, 5 Command Points dazu. Es gibt verschiedene andere Detachments, das könnt ihr alles im Regelbuch nochmal nachlesen, was es da noch gibt. Es ist einfach eine Möglichkeit, um, wie gesagt, diese Command Points zu generieren und um natürlich irgendwie so ein bisschen gezwungenermaßen gewisse Truppen mit in das Spiel reinzuzwingen. Und ja, darüber hinaus kann man natürlich auch noch andere Einheitentypen hinzufügen, wie man will, auch in einer gewissen Anzahl. Da gibt es natürlich dann auch Maximalanzahlen. Aber das ist im Prinzip dann einem frei überlassen. Man kann auch mehrere Detachments spielen, also das ist überhaupt kein Problem. Hier, wie gesagt, das Battalion Detachment, bestehend aus den HQ-Einheiten, Belisarius Call, also er ist jetzt tatsächlich auch mal auf dem Spielfeld, der Chef. Dann haben wir einen Tech Priest Dominus, dann haben wir 3 Cataphron Destroyers, die sind alle ausgestattet mit den Phosphor-Blastern und den Plasma Culverines. Dann haben wir 2 Trupps Ranger hier, einmal mit 2 AK-Busen und ja, 4 ganz normale Ranger mit Omni-Specs allerdings. Das heißt, der Gegner, wo ich drauf schieße, kriegt keine Deckung, wenn er in Deckung steht. Dann haben wir den anderen Trupp mit 2x Plasma. Hier haben wir ja, also ein voller 10er Trupp, 2x Plasma. Chef hat Wheezy Wick, also Arc Maul, glaube ich, Taser Goat und eine Arc Pistol. Und dann haben wir hier noch einen, da haben wir noch einen Enhanced Data Teeter. Das heißt, ich darf den Moralwert-Test wiederholen. Und dann haben wir noch einen 10er Trupp Vanguard mit 2x Arc Rifles, auch einem Enhanced Data Teeter. Und Chef hat jetzt hier einen Taser Goat und eine Radiopistole oder sowas. Ja, dann haben wir 2 Sidonian Dragons, die sind mit der Taser Lanze und dieser Phosphorknarre da bewaffnet. Dann haben wir 3 Robots. Die sind mit den Fäusten, also ich habe jetzt nichts Fieses zum Schießen hier hingestellt, sondern ich habe mal 3 Robots hier stehen, die einen Nahkampf wollen, mit den Flammenwerfern oder mit diesen, Art Flammenwerfern obendrauf und den fiesen Fäusten. Dann haben wir einen Onager Doom Crawler, der ist auch mit der Knarre hier oben bewaffnet und dem Neutronenlaser. Und dann haben wir noch 5 Infiltrator mit den Taserlanzen und den Flashette Blastern oder so heißen sie, glaube ich, also diesen Pistolen mit 5 Schuss, glaube ich, pro Modell. Und wir fangen mal klein an, deswegen erstmal ein 5er Trupp Elektro-Priests, die, wenn sie eine Einheit im Nahkampf auslöschen, einen 3er Retter bekommen. Schauen wir mal. Also ihr seht, das ist eine wunderbare, schöne, gemixte Adeptus Mechanicus Liste und von allem ein bisschen was dabei. Und dann schauen wir mal, was das gibt. Ach so, Warlord Trade, er ist natürlich Warlord. Warlord Trade hat ja ganz einfach die Aura-Fähigkeiten. Also Aura heißt in dem Fall, er hat normalerweise 6 Zoll Aura, glaube ich, 6 Zoll. Die ist jetzt auf 9 Zoll erweitert und hier dürfen jetzt alle Einheiten, die schießen innerhalb dieser Bubble, beliebige Trefferwürfe wiederholen. Beliebige deshalb, weil es ja auch Trefferwürfe gibt, die vor Modifikatoren nicht wiederholt werden dürfen. Er sagt, beliebige Trefferwürfe dürfen wiederholt werden. Das heißt, auch die darf ich wiederholen. Und dann hat er noch ein Relikt, ich glaube, ich muss das jetzt aus dem Kopf machen, ein Gewand des Märtyrer, irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall sorgt es dafür, dass er ein 6er Feel No Pain hat. Soll heißen, dass er jedes Mal, wenn er eine Wunde verliert, ich einen Würfel werfe und auf einer 6 verliert er diese Wunde nicht. Und Besonderheit noch, alle Skitari-Einheiten innerhalb von 6 Zoll dürfen beim Abwehrfeuer bei einer gewürfelten 6 eine zusätzliche Attacke oder einen zusätzlichen Schuss ausführen. Ist halt ganz nett, weil da kommt ein bisschen was an Nahkampfzeug auf mich zu. Ja, und das, wie gesagt, 1472 Punkte Adeptus Mechanicus und ich spiele natürlich nach der Forge World Mars, wie es auch hier richtig bemalt ist. Ja. So, dann darf ich meine 1499 Punkte Tyranniden, hungrige Käfer vorstellen. Ihr seht, die Armee hat sich nicht ganz so viel verändert. Ich habe dreimal die
Hiveguard wieder dabei für den Beschuss. Ich habe hier 16 Thermaganten mit dabei, mit ihren Devorern auf 18 Zoll dürfen die dann schießen. 2x20 Gene Stealer. Ne? Die stoßen schon auf sehr viel Gegenliebe, wie ihr gerade gesehen habt. Hab den Trigon Prime dabei, der irgendwas mit in den Tunnel nimmt. Hab natürlich meinen Brooklord dabei, inklusive Marienkäfer-Maskottchen. Tja. Ne? Frechheit. Das ist auch mein Warlord, der hat den Warlord-Trade von Kraken, One Step Ahead. Also, kennt ihr aus dem ersten Video, ich darf immer eine Einheit auswählen, die zuerst zuschlägt. Mhm. Ist im Nahkampf natürlich ganz nett, vor allem wenn Robert mit mir in den Nahkampf will. Einen Carnifex haben wir dabei mit verbesserten Sinnen und der Heavy Venom Cannon. Dann haben wir eine Neurotrope dabei, die hat diese Schwarmkrone oder wie es sich nennt, dass die Synapse eben nochmal deutlich erweitert wird. Und ganz links außen ist dann haben wir noch den Swarmlord, genau, der ebenfalls noch meine Armee unterstützt. Ja, nicht ganz wie Sivik, der hat jetzt hier noch so eine Kanone in der Hand, die er eigentlich nicht hat, aber genau. Ja, zu den erweiterten Sinnen, die du ihm gegeben hast, hier für euch da draußen, das sorgt einfach dafür, er trifft normalerweise auf eine 4, jetzt trifft er auf die 3, ist halt ganz gut. Genau. Und ja, auch bei den Tyranniden, er hat es eben schon ein paar Mal gesagt oder benutzt, das Wort Synapse geben im Prinzip alle HQ-Einheiten. Besonderheit bei einem Trigon, das ist glaube ich ein Elite oder ja. Heavy Sub oder Elite. Also Trigon Prime gibt nämlich, also gibt Trigon und Trigon Primes. Er ist ein Prime, das heißt, er gibt auch Synapse. Und Synapse sorgt einfach nur dafür, fieserweise, dass alle Einheiten, die sich innerhalb dieser Synapse befinden, das heißt, ihr stellt euch vor, die Einheiten stehen ganz gut postiert hier irgendwo rum und geben diese Synapse. Dann müssen alle Einheiten, alle Standardeinheiten hier keine Moraltests machen. Also, ja, kommen wir zum Board. Ganz viele Sachen. Herzlich willkommen auf dem wunderbaren Wüstenplaneten Mini Paradise. Ja, hier, das ist der Heimatplaneten von meinen guten Mars-Jungs hier. Den Mini Paradise Adeptus Mechanicus vom Mars. Planeten Paradise. Wie auch immer, so viel Mist geredet jetzt. Also wie ihr seht, wir haben hier jetzt schon mal fertig aufgestellt. Jetzt können wir das mal visualisieren, was wir vorhin kurz erklärt haben mit den, also für alle Neueinsteiger. Die Aufstellungszone ist jetzt, ich zeige das einfach mal, hier sind 12 Zoll hier hoch und hier sind 12 Zoll am Rand. In der Mitte sind 24 Zoll frei. Diese Missionsziele, die wir jetzt hier aufgestellt haben, die Nummern sind eigentlich völlig egal. Die liegen jetzt nach diesem Spielsystem bzw. nach dem Ars Bellica. Das ist eine feste Reihenfolge oder eine feste Zollanzahl, wie die wo weit von den Kanten entfernt sein müssen. Entsprechend ist das so ein bisschen ausgeglichener, sagt man. Und ja, wir haben jetzt aufgestellt und zwar folgendermaßen. Wir haben am Anfang einen Würfel gegeneinander geworfen und der Gewinner darf sich eine Seite auswählen. Das war dann ich. Ich habe eine 6 geworfen und der Jens hat eine 4 geworfen. Ich habe gesagt, ich möchte mich hier auf der Seite aufstellen. Und dann geht es los, weil Jens den Wurf verloren hat mit einer 4, darf er die erste Einheit dann auf dem Schlachtfeld aufstellen. Und dann geht das immer abwechselnd. Das heißt, er eine Einheit, ich eine Einheit. Er eine Einheit, ich eine Einheit. Und dann war er irgendwann vor mir fertig, weil man hat natürlich eine gewisse Anzahl X an Einheiten. Genauso wie der Gegner und er war vor mir fertig. Jetzt werfen wir wieder einen Würfel und jetzt geht es darum, wer beginnen kann. Da Jens zuerst fertig war, kriegt er plus 1 auf den Wurf. Und das werden wir jetzt mal gucken. Ich habe einen guten Würfel. Na dann auch. Ja, das ist eindeutig jetzt Jens. Jetzt ist die Besonderheit, ich darf noch einen Würfel werfen. Und versuchen, die Initiative zu stehlen. Das passiert genau, wenn ihr diese Zahl da oben seht. Und das versuche ich natürlich jetzt. Nein, das ist nicht gut für mich. Und dann kommen wir jetzt in den ersten Zug der Tyranniden. Und Jens freut sich schon wie ein kleiner Schneekönig. Und ja, jetzt schauen wir mal, was dabei rumkommt. Wir kommen jetzt in die Bewegungsphase. Also es gibt immer verschiedene Phasen. Anfangen tun wir mit der Bewegungsphase, dann kommt die Psi-Phase, das heißt, es wird gezaubert, dann kommt die Schussphase, dann kommt die Charge-Phase, also wo man Nahkämpfe ansagt,
Dann kommt die eigentliche Nahkampfphase, wo man dann die Kämpfe abhandelt, angefangen mit den Einheiten, die gecharged haben. Und dann kommt die Moralphase. Das heißt, die Moralphase bedeutet im Prinzip, wenn er irgendwann so viele Einheiten hier verloren hat, dann rechnet man die jeweiligen verlorenen Einheiten gegen den Moralwert und alles, was in Form dieser Augen vom Würfel den Moralwert dann übersteigt mit den verlorenen Einheiten, geht dann zusätzlich. Betrifft ihn jetzt nicht wirklich, weil diese Synapse verhindert das ja, das, was wir vorhin angesprochen hatten. Nicht schön. Ja, also dann kommen wir jetzt in die Bewegungsphase. Zug 1, Tyranniden. Zur Aufstellung müssen wir natürlich auch noch kurz was sagen. Und zwar, ich fange mal hier drüben an. Hier habe ich den Ranger-Trupp mit den zwei Arkebusen, weil die haben 60 Zoll Reichweite, können Charakter hitten, also direkt angreifen. Das heißt, normalerweise dürfen Charakter nicht angegriffen werden, wenn sie nicht das nächste Modell sind. Und die haben die Sonderregel, das haben wir eigentlich alle so Sniper-Waffen, dass sie das trotzdem dürfen. Und das ist ganz gut. Hier habe ich die Elektro-Priests so ein bisschen als Counterpart. Hier habe ich meine Hühnchen. Hier ist der Vanguard-Trupp mit dem Ranger-Trupp daneben in so einer kleinen Fleischlinie aufgebaut. Die Robots davor. Der Tech Priest Dominus mit dem Relikt, ganz wichtig, das brauchen wir. Die Destroyer, Call und ganz in der Ecke abgeschlagen, der Doomcrawler. Jens hier drüben hat die Hivecard auf das Missionsziel gestellt. Den Carnifex mit der Heavy Venom Cannon daneben. 20 Gene-Stealer mit seinem Kollegen, dem, wie heißt er nochmal? Dem Swarmlord. Swarmlord, dann daneben steht der andere Kollege, der Brutlord. Brutlord, 20 Gene-Stealer. Und ein Neurotroph und in Reserve hat der Jens den Trigon Prime mit den 16 Thermaganten und ich habe die 5 Infiltrator noch in Reserve. So, und jetzt kommen wir wirklich in die Bewegungsphase der Tyranniden. Die Bewegungsphase der Tyranniden ist vorbei. Der Jens ist jetzt so gut wie überall advanced. Beim Advancen wirft man einen Würfel und am besten nicht so. Dann darf man nämlich die Bewegungsreichweite der Einheiten, bei den Genestealern sind es 8 Zoll, plus den einen Zoll jetzt noch laufen. Er hat jetzt High Fleet Kraken, das heißt, er darf 3 Würfel werfen und sich den höchsten aussuchen. Das heißt 8 Zoll plus 3 Zoll. Dann hat er hier noch eine Gefechtsoption ausgegeben, auch speziell von den Tyranniden, dass er die gewürfelte Augenzahl, die er hier auswählt, verdoppeln darf. Das heißt, wir kommen auf 8 plus 6 Zoll. Besonderheit ist, normalerweise dürfen Einheiten, die gecharged haben, nicht mehr schießen oder chargen, das heißt angreifen. Schießen dürfen sie mit Ausnahme, wenn es Assault Weapons sind. Und chargen darf man mit Ausnahme, wenn man Genestealer oder Brutlord ist. Das heißt, die dürfen advancen und trotzdem noch in Nahkampf rein. Er ist jetzt relativ weit weg nach der ersten Bewegungsphase hier hinten, aber das ändert sich noch. Korrekt. Ja, da kommen wir dann später zu. Er ist advanced, also hier mit einer 6, also 8 plus 6. Er ist advanced, er hat reguläre 9 Zoll, ist glaube ich auch mit einer 6 advanced. Ja. Die sind mit einer 6. Eine 6. Genau, also alles ganz gut. Und hier hinten ist nicht so viel Bewegung, da hat er so ein bisschen Schiss. Da ist er stehen geblieben. Ich will meinen Punkt behalten. Ja, und hier auch. Ja, Psi-Phase. Dann leg mal los. Also es wird gezaubert. Genau. Ich versuche den Catalyst auf die Genestealer. Genau. Was macht das für das die Zuschauer? Das gibt mir ein 5er Feel No Pain. Das heißt, ich habe meinen 5er Retter, den sie von Haus aus haben. Und danach noch ein Feel No Pain. Für die verlorene Wunde quasi. Genau. Das geht durch. So, wir legen es mal gleich dazu. Du brauchtest eine was? Eine 6? Oder was? Ich brauchte eine 6, genau. Okay, dann darf der Neurotroph nochmal. Der Neurotroph möchte gerne noch aufpeitschen auf den Swarmbot. Das heißt, er dürfte auch noch chargen. Mhm. Mal gucken, ob das klappt. Das käme auch auf die 6. Nö. Oh, kann ich mit leben. Das ist aber schade. So, Brutlord darf nochmal. Der Brutlord, da müssten wir jetzt nochmal messen. 18 Zoll. Beziehungsweise ist da überhaupt was bei ihm dran? Ja, was ist näher? Die nächste Einheit. Ist da was dran? Ja, die Chickens, ne? Okay, dann darfst du smiten. Smiten. Smitey smite. Das geht durch mit, du brauchst nur eine 5. Ja. Dann darfst du jetzt W3 tödliche Wunden verteilen. Das sind natürlich 3. Dann ist einer runter auf 3, wenn ich mich nicht irre. Und dann haben wir noch was. Dann haben wir noch mal das Grauen. Ja, klasse, ja. Kann ich auch auf die machen. Ja, musste. Bedeutet, sie müssten eins von Trefferwürfen abziehen und eins vom Moralwert abziehen. Ja. Kann er, kommt auf die 6. Das ist nicht so schlimm, weil die wollen eigentlich auch nicht wirklich schießen.
Okay, dann legen wir das hier hin, dann haben die das Kraulen. Das haben sie ja nicht nur beim Schießen, ne? Das Abziehen. Von allen Trefferwürfen? Das richtige Innere nochmal? Von all ihren Trefferwürfen? Korrekt. Okay, dann macht das wieder schöner. So, nach der Psi-Phase kämen wir jetzt in die Beschussphase. Ja, und dann... Bevor wir anfangen zu schießen... Genau. Setzt er seine Fähigkeit ein, 6 Zoll um ihn entfernt, kann ich eine Einheit auswählen. Ich nehme die. Und die dürfen sich jetzt nochmal bewegen, als ob es die Bewegungsphase wäre. Fertig ist das wilde Geschehen hier. Er darf natürlich Einheit auswählen und die dürfen natürlich auch noch advancen. Das heißt, er ist jetzt hier rüber gerannt und ist jetzt 1 Zoll entfernt von meinen Rangern. Richtig. Das wird sich auch erledigt haben mit denen. Das freut mich. Ja, das war die Bewegungsphase. Also wir sind ja jetzt schon in der Schussphase, aber das war jetzt tatsächlich das Ende der Bewegungen. Und wir kommen in die Schussphase. Nee, wichtig, einen Hinweis würde ich vielleicht noch geben wollen. Ich habe versucht, hier die 6 Zoll Distanz zu halten, damit meine Jeans-Stealer eben noch ihren Buff kriegen durch den Broodlord. Müssen wir mal gucken, ob das beim Peilen noch... bleibt, aber für die Spieler, die vielleicht noch nicht ganz so viel Erfahrung mit irgendeinem System haben, auf sowas immer versuchen zu achten. Genau, Synergien aufrechterhalten. Genau, und dann würde mein Carniflex gerne schießen. Jo. Ich kann ja, weil ich keine Synapse mehr habe, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht mehr, wähle ich die Roboter aus, weil, wenn ich nicht die nächste Einheit auswähle, kriege ich minus 1 auf Hit. Mhm. Da habe ich kein Interesse dran. Der Carniflex hat D3 Attacken. Das sind 2. Nicht schlecht. So, der trifft jetzt 1 besser, weil er ja diese Option hatte. Das bedeutet, er trifft auf die 3. Genau. Einer trifft, einer nicht. Ich habe eine Stärke von 9. Auf die 3. Verbunden ich auf die 3. Nein. Das kenne ich mit dem Carniflex. Das kennst du mit dem Carniflex? Ja, ja. Deswegen habe ich immer ganz gerne 3 oder 4 da stehen gleich von den Typen hier. Wie viel Leben hat einer von deinen Robotern? 6. 6, okay. Dann gebe ich einen Command Point aus und den 3er zu rerollen. Mhm. Ja. Also Command Rerolls mit den Command Points, man darf pro Phase einen Wurf wiederholen. Und jetzt ist das Schöne an den Robotern, weil sie noch in diesem, die haben 3 verschiedene Protokolle und die sind jetzt noch in dem Anfangsprotokoll. Das heißt, ich darf 1 auf alle Rüstungs- und Rettungswürfe addieren. Und das wäre jetzt nicht gelungen und ich hätte den 4er Retter, den wiederhole ich auch und jetzt steht er. Jetzt bin ich runter auf 7 Command Points, Jens ist auf 6, weil er vorhin schon mal da die Gefechtsaktion hat. Richtig. Ja, Besonderheit bei mir war noch, bevor wir zu den Hiveguard kommen, ich musste meine Lobgesänge noch auswürfeln. Das macht man immer vor der ersten Schlachtrunde bei den Adeptus Mechanicus. Da habe ich 6 Sachen zur Auswahl und durch meinen Kriegsherrn darf ich diese Würfel, also ich werfe dann einfach 2 Würfel und durch meinen Kriegsherrn darf ich die dann jeweils um 1 nach oben oder unten, wählen. Und die 3 wäre jetzt misslungene Trefferwürfe oder Trefferwürfe von 1 darf ich in meiner Nahkampfphase wiederholen und die 4 ist, alle Einheiten stehen jetzt bei mir in Deckung in der Schussphase. Das wird jetzt vielleicht interessant. Also ich hätte jetzt hier sogar einen 3er nur gehabt. Nee. Doch, 3er. Wie auch immer, ist auch egal. Ich musste eh wiederholen, weil das eine 1 war. Jetzt kommen wir zu der Hive Guard endlich. Die kleinen Käfer können 36 Zoll schießen. Mhm. Jeder von denen hat 2 Attacken und die treffen auf die 3. Jo. Hier. Etwas unter Durchschnitt. Aber hallo. Ich habe eine Stärke von 8. Ein Widerstand von 7. Also treffe ich wieder auf die 3. Verwunde ich wieder auf die 3. Jo. Einer nur. Genau, den darf er jetzt nicht wiederholen. Und der steht auch. Gut, dass meine Armee nicht unbedingt schießen will. Mhm, aber das braucht man schon eigentlich. Ja. Genau. Nahkampf. Nahkampf. Charge-Phase. Ich zähle mal Würfel, weil du wirst ja jetzt hier chargen wollen und dann darf ich nämlich Abwehrfeuer geben. So, meine Gene-Sealer möchten dann jetzt chargen. Das heißt, die wollen die... wen willst du denn chargen? Ich möchte tatsächlich nur den kleinen Trupp hier vorne chargen. Okay, gut. Dann gebe ich Abwehrfeuer. Mein Chef mit der Pistole. Ein Schuss. Nein. Dann haben wir die 2 Arkebusen hier oben. Die sind wichtig. Nein. Dann haben wir die galvanischen Gewehre. Da hat jeder 2 Schuss, weil es im Schnellfeuer ist. Also unter halber Reichweite.
Nichts? Okay, dann guck mal, wie weit du reinkommst. Reicht gerade so, würde ich sagen. Dann peilst du mal rein und dann geht's Gehaue los. Also, Nahkampf. Hier stehen jetzt 12 Jeans-Dealer, die im Nahkampf zuhauen dürfen. Also, es ist so, ich muss jetzt so ein bisschen aushalten, Jens. Ich habe so viele Würfel in der Hand. Ja, also, es ist so, er hat ja jetzt den Nahkampf angesagt und dann durfte er sich die gewürfelte Augenzahl bewegen. Und jetzt bei der Aktivierung darf er nochmal 3 Zoll reinpeilen. Das heißt, da muss das erste Modell an der Einheit sich im direkten Weg zur angesagten Einheit bewegen. Und alle anderen Modelle dürfen sich dann nochmal 3 Zoll an die feindliche Einheit bewegen. Sie müssen die Bewegung dann nur näher an der nächsten feindlichen Einheit beenden. Wir haben jetzt hier 12 Jeans-Dealer stehen, die normalerweise jeder 3 Attacken hat. Wenn es aber mehr als 10 Modelle in der Einheit sind, kriegen sie eine Attacke mehr. Das heißt, wir haben schon 12 mal 4. Und weil der Blutlord in 6 Zoll ist, das ist die besagte Synapse von Jens, dürfen sie 1 auf ihre Trefferwürfe addieren. Das heißt, wir haben jetzt hier 12 mal 4 Attacken auf die 2. Jetzt darfst du. Endlich. Ich schwitze schon, ne? Das ist schon fast Sport. So, und das sortieren wir jetzt mal aus. Nächster Schwung. 6 also, Stück, ne? 6 Stück schon raus. Also einer ist pazifistisch auf jeden Fall. Und der andere hat uns jetzt noch nicht entschieden. Auf die 3 jetzt. 3, weil wir haben Widerstand 4. Stärke 4 auf Widerstand 3. Das heißt, wir verwunden dann, ne, eins besser auf die 3. So, und jede 6 gibt jetzt AP minus 4. Das heißt, man hat da ja einen gewissen Rüstwert und da wird dann der gewürfelte Durchschlag dann von abgezogen und bei Durchschlag 4 habe ich gar nichts mehr. Also die Modelle kann ich dann einfach wegnehmen, weil ich habe nur einen 4er Rüster. Das heißt, mit minus 4 kann ich da gar nichts mehr machen. Und wie wir hier sehen, 9. Hat er recht viele Sechsen und dann ist der Trupp jetzt schon ausgelöscht, ohne dass ich überhaupt nur einen Würfel in die Hand nehmen müsste. Vielen Dank, Jens. Gern geschehen. Damit war es das jetzt und am Ende der Nahkampfphase darf sich die Einheit nochmal 3 Zoll konsolidieren. Dazu muss die Einheit ihre Bewegung einfach näher an den nächsten feindlichen Einheit beenden. Das hat sie hier getan. Und ja, jetzt sieht das hier so aus und das war auch schon das Ende der ersten Runde. Und ja, ne, also wollen wir einfach mal mit First Strike, Kill the Warlord und Linebreaker spielen? Ja. Dann hast du jetzt First Strike. Ja. Also kriegst du schon mal einen zusätzlichen Siegpunkt. Dann hast du gehalten einen Missionszielpunkt oder einen Missionspunkt, dann einen zweiten, einen dritten und einen vierten. Das heißt, es gibt 4 Siegespunkte für dich. Hier reicht es leider nicht. Ein Zoll zu weit weg. Aber 4 Punkte in der ersten Runde ist schon biestig, würde ich sagen. Und plus First Strike, früher First Blood, ergibt 5 Siegpunkte. Und wir kommen in den ersten Zug des Adeptus Mechanicus. Bewegungsphase der Adeptus Mechanicus ist vorbei. Wir sind mit allem so ein bisschen nach vorne gelaufen, außer hinten Call und Doomcrawler. Ansonsten hat sich alles so ein bisschen bewegt. Die Chickens sind jetzt hier rüber gelaufen. Den Hintergrund erzähle ich euch dann später noch, warum die hier hingelaufen sind. Die haben sich auch ein bisschen nach vorne bewegt. Und ja, dann würden wir jetzt in die Schussphase kommen und da schauen wir mal, was wir da machen können. Soll ich die 20 gleich wegnehmen, einfach aus der Beschussphase? Nein, 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 nein. Also, die 3 Robots haben jetzt 12 Zoll Flamer obendrauf. Die Incident Combustors oder so heißen sie. Da gibt es 3D6 Autotreffer. Und da würde ich tatsächlich, wiederhole ich da einen? Ja, komm, das wiederholen wir. Das lohnt sich. So, das ist schon mal nicht schlecht. Jetzt machen wir einen direkten Verwundungswurf, weil das automatische Treffer sind für die Anzahl an Augen, die ich gerade hatte. Stärke 5 auf Widerstand 4 auf die 3. Oha, das ist nicht schlecht. 2, 4, 6, 8 Stück mit DS-1. Das heißt, du hast auch hier wieder nur deinen 5er Retter. 6 sagtest du? 8 Stück. Ja, das heißt 5 Retter. 4, 6, 8, genau. Ja, 11, 3 hat nicht getroffen, passt. Ja, halte ich 3. Dann gehen schon mal 5. Das ist nicht so schlecht. Dunecrawler schießt alles auf die Hiveguard. Und wir fangen an mit dem Cognis Heavy Stubber.
auf die 3. Beliebige Trefferwürfe dürfen wir überholen. Stärke 4. Toughness 5. Auf die 5 haben wir zweimal mit. Ja, zweimal mit minus 0. Zweimal mit minus 0. Korrekt. Einer steht, einer nicht. Okay. Wie viele Lebenspunkte haben die Typen? 3? Oder? 3, ja. Okay, dann ist einer runter auf 2. Und dann haben wir noch das Wichtige. Neutron Laser, D3 Schuss. 2 Stück auf die 3. Beliebige Trefferwürfe wiederholen durch Call. Den darf ich jetzt auch nicht wiederholen. Und verwunden tun wir, glaube ich, auf die 2 mit Stärke 10. Mhm. Dann haben wir einmal mit minus 4. Dann ein 8er Safe schaffe ich nicht. Okay, 2 D... Also 6 Schaden, Minimum 3. Das also ist bei das eine Modell tot. Genau, also ist der eine einfach weg. Mehr ist da leider nicht passiert. Die Destroyer schießen ihre Plasma Culverines nicht überhitzt. Einer schießt auf die hier und die anderen 2 gehen auf die hier. Wir machen erstmal den da. Upsala. So, D6 Schuss sind 3. Auf die 4. Beliebige Trefferwürfe dürfen wir wiederholen. Drop Dice. Ist einer. Und mit Stärke 7. Nichts. Das ist schlecht. So, dann werfen wir diese Würfel weg. 2d6 auf die anderen. Das sind auch wieder 4. Auf die 4. Beliebige Trefferwürfe wiederholen. Und Stärke 7 auf die 3. Dann haben wir 4 Stück mit minus 3. Also minus 3 ist mir wieder egal. Genau. Ich bleibe bei meinem 5er. Alter. Und noch einmal dein... Mein Feel No Pain. Genau. Der steht. Nichts passiert. Das ist schlecht bei denen. Okay, dann gucke ich mal, ob die anderen Waffen da noch in Reichweite sind. Dann müssen die natürlich genauso auch schießen. 24 Zoll reicht gerade so für die Einheit da hinten. Beliebige Trefferwürfe durch Call wiederholen, das ist nichts und dann kommen wir zur nächsten Einheit. Der Trupp Vanguard wird alles, was er hat, alle Waffen, Arc Pistols und Radium Karabiner auf diese Genestealer schießen. Als erstes die Radiums auf die 3. Einsen dürfen wir wiederholen wegen ihm. Ich sehe viele Zweien, das gefällt mir. Ich auch. So, wir verwunden jetzt mit Stärke 3 auf die 6, auf die 5, aber da haben wir 1, 2, 3, 4 Sechsen. Da sind noch 2 Fünfen. Und hier sind noch mal 2 Fünfen. So, die Sechsen machen jetzt immer 2 Schaden, das wäre jetzt wegen deinem Catalyst interessant. Richtig, ja. Das heißt, einmal die 3 Fünfen mit minus 0. Dann habe ich immer noch erstmal den 5er Safe. Ja. Sind alle durch? Es sind schon mal 3. Ja, aber da hast du ja auch noch deinen Catalyst. Ja, ich werfe den Feel No Pain gleich hinten drauf. Okay. Und jetzt habe ich den 5er safe erstmal. Genau. Da halte ich 2. Das heißt, es sind 4 Verwundungen daraus und die 3 bestehen. Ja, nee, halt. Das wäre ja, die gehen ja auf ein Modell. Du musst die ja einzeln würfeln. Okay, ich bin immer noch bei ROS. Also für ein Modell erstmal bei der 6 2 Würfel. Der ein ist Modell weg. Tot. Genau, dann nochmal 2 Würfel für ein Modell. Der ist auch tot und dann nochmal 2 einzelne. Für die 5. Also für die einen Schaden jeweils. Einer und nochmal einer. Dann haben wir jetzt insgesamt nur 4 tote Modelle. Ja. Dann haben wir noch die beiden Arc Rifles auf die 3. Und die haben Stärke 6. So, dann haben wir einmal mit minus 1. Also wieder auf die 5. Genau. Und nochmal Catalyst. Wie viel Schaden? 1 Schaden. Ein Modell tot. Gut, dann sind es jetzt 6. Der Trupp Ranger, da schießt ein galvanisches Gewehr hier rüber noch in den Genestealer und alle anderen Waffen gehen in die Genestealer. Das galvanische Gewehr auf die 3, alles wiederholen. Stärke 4, nicht auf die 2. So, dann die nächsten galvanischen Gewehre auf den anderen Trupp, auf die 3. Das war, glaube ich, in der 1. Mhm. Darfst du wahrscheinlich wiederholen. Und das darf ich wegen Call wiederholen. Und auch hier Stärke 4 auf die
4. Das heißt, wir haben 2 mal und... Die haben ja keinen Catalyst, ist egal. Genau, und die Woundwalls von 6 plus würden AP minus 1 geben, aber das ist dir egal. Das ist mir auch egal. Genau. Die Genestealer sind so schön einfach für Einsteiger. Das stimmt. Also auf die 5. Einer hält, einer stirbt. Genau. Und dann haben wir noch die 2 Plasmas. Mit jeweils 2 Schuss sind wir bei 4. Die treffen alle. Das ist so cool. Und dann haben wir Stärke 7. Das ist dann nochmal 4 Stück mit minus 3. Auch das minus 3 ist mir egal. Genau. Wieder 5. 2 halten, 2 sterben. Okay, super. Die beiden Hühnchen schießen noch ihre Phosphor-Dinger auf die Genestealer da, auf die 4. Treffen beide, ja. Herrlich. Das ist gut. Und verwunden mit Stärke 6, definitiv. Minus 1, ein Schaden. Minus 1, minus 5. 1 ist uns wieder egal. Eieiei, hält beide. Geil. Stark. Gut, am Ende der Schussphase kommt jetzt die Charge-Phase. Da er aber so eine wunderbare Sonderregel hat hier, von ihm her, dass er bei jeder Nahkampfphase, das heißt auch bei meiner, eine Einheit wählen darf, die immer zuerst kämpft, das wird er dann auf die hier machen, da gehe ich davon aus, dass die Typen hier in den Tod rennen, wenn ich damit charge. Und ja, ich meine, wir können es jetzt versuchen, weil, ja... Das ist halt so eine Sache, ne? Die haben halt nur ein Leben, die 5 Jungs hier. Und ich könnte halt versuchen, ihn da noch so ein bisschen zu binden, weil ich will mir jetzt nicht die Möglichkeit geben, in meiner Nahkampfphase die jetzt noch auszulöschen. Dann muss er schon seine eigene dafür opfern. Das heißt, Ende meines Zuges, 1 Adeptus Mechanicus, ich halte 1, 2 Missionsziele, habe keinen First Strike. Entsprechend steht es jetzt 6 zu 2 und wir kommen in den nächsten Zug der Genestealer. Der Tyranniden. Die Bewegungsphase der Tyranniden ist vorbei. Die 1, 2, 3. Die Genestealer sind hier hinten schön in das Tatooine-Dorf gerannt. Der Neurotroph ist auch gerannt, befindet sich jetzt im Nirgendwo, irgendwo zwischen Missionsziel da und hier. Also, naja, er ist gerannt, hat die Augenzahl sogar verdoppelt, die Genestealer sind gerannt, das heißt, ich habe jetzt hier eine Menge Fleisch von meinen Jungs stehen, die haben sich nicht bewegt und am Ende der Bewegungsphase kamen die Typen da rein, keine Ahnung, was die hier wollen. Hi. Hi. Ich weiß, du willst erstmal drauf schießen. So, jetzt, ne? Ich gebe jetzt 2 Command Points aus für den Datenerfassungsschädel. Da darf ich eine Infanterieeinheit, um die sich innerhalb von 12 Zoll irgendwas aufploppt, also als Verstärkung auf dem Schlachtfeld eintrifft, darf ich sofort schießen, muss also mit einem normalen Profil, Schussprofil, muss allerdings eins von meinen Trefferwürfen abzielen. Das ist die Besonderheit jetzt. Jetzt werde ich diesen Trupp hier nehmen und der schießt jetzt alles auf die Ganten, upsala, auf die 4 und da Call natürlich da ist. Das ist das Schöne, da dürfen wir natürlich auch in dieser Phase alles wiederholen. Das ist gut so. Mittel. Das ist jetzt gar nicht so schlecht. So, die Jungs haben jetzt Stärke 4. Du hast Widerstand 3. Das heißt, also auf die 3. Auf die 3. Ach. So, dann haben wir, lass mich überlegen. Wir haben, glaube ich, genau, wir haben 2-mal mit minus 1 und 4-mal mit minus 0. 2-mal minus 1 kannst du die, glaube ich, gleich wegmachen, ne? Ja. Und 4-mal minus 0. Dann dürften die auch weg sein. Was haben die, ein 6er, ne? Ich will gerade nochmal nachgucken. Ja, ja, ich glaube ein 6er. Ich habe damit gerechnet, dass ich sie sowieso wegnehmen muss. Ja. Okay, dann sind 6 schon mal weg, ne? 6 Stück sind schon mal weg, genau. Gut, dann haben wir die Pistole vom Chef. Dürfen wir wiederholen. Die trifft. Und verwundet mit Stärke, ich muss jetzt kurz gucken, die Phosphorblastpistole hat Stärke 5. Minus 1, also noch einer weg. Und dann haben wir noch die Plasma. Und die wird natürlich nicht überhitzen. Auch hier dürfen wir alles wiederholen. Dann Call.
zweimal und verwunden tun wir jetzt aber auf die 2. Die kannst du auch direkt wegnehmen. Nochmal 2. Also nochmal 3. 4, 6, 9 Stück tot. Ja, das ist doch ganz okay. Und dann kannst du weiter schießen. Anfangen. Wir ja, noch nicht einmal aber geschossen. Aber es kommt ja erstmal die Psi-Phase. Psi-Phase! Psi-Phase, ich möchte gerne wieder das Grauen auf die wirken. Ja. Er? Ja. Kommt auf die 5 oder 6, ne? Wobei, nee, ich will einfach nur smiten. Ah ja, okay, ja. Geht durch mit einer 5, W3. 2. 2, dann ist ein Chicken auf einen Lebenspunkt runter. Ich gucke jetzt nochmal, ob die wirklich nur 6 haben. Also nur 6, nicht ob die, wirklich 6 haben. Aber du kannst ruhig schon mal weitermachen, weil die haben 6. Sehr gut. Ich möchte mentalen Schrei auf die machen. Ja. Von ihm. Ja. Kommt auf die 5. Jo. Das sind Perils of the War. Das heißt, du würdest jetzt W3 kriegen, wenn du den Wurf nicht wiederholst. W3 tödlicher für dich. Dann wiederhole ich den Wurf. Also einen Würfel musst du nur wiederholen. Okay, das gibt W3 für dich und Command Point weniger. 2. Okay. Das ist Besonderheit in der Psi-Phase, wenn man 2 Sechsen würfelt oder 2 Einsen. Gibt's W3 tödliche für das zaubernde Modell, weil quasi die Psi, also er hat, weiß ich nicht, es ist halt fehlgeschlagen und der Warp um ihn rum hat explodiert. Und kurz gesagt, er hat einen Schlaganfall. Genau. Das trifft ganz gut. Jo, Gurtler hat 2 weniger. Und natürlich geht das jetzt aber durch. Ah, also ich darf auch wenigstens W3 richtig machen. Du kannst aber mal gucken bei dem Psychic Scream, weil beim Smite gibt es bei einer 12 W6 tödliche. Bei ihm nicht. Okay, dann ist das W3 auf meine Roboter trotzdem. 2. Dann ist einer runter auf 4. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ne, also du verstehst, das ist schon ganz, das kann geil sein, ne? Weil im Prinzip 2 tödliche interessieren dich ja nicht, wenn du dann W6 anbringen kannst, wenn du jetzt mit dem gesmited hättest, kannst du kannst einen Robot wegmachen, ne? Wäre ganz cool gewesen. Schon? So ist es scheiße. Ja. Ich versuche aufpeitschen auf die 6, wieder auf ihn. Ja, ist klar, dass der noch angreifen kann. Komm. Das geht auch wieder durch, das heißt, das der darf noch attacken. Und dann hätte ich ja noch meinen Catalyst. Auf? Ihn. Ja, alles klar. Nachdem er schon mal 2 verloren hat. Kommt auch auf die 6. Okay, ja, das ja, hat ja fast alles funktioniert. Mit ein bisschen, Schlaganfall. Ungefähr so. Okay, Schussphase. Schussphase. Los geht's mit den Thermaganten, die schießen ja auf die Ranger. Die Verbliebenen. Ja. Jeder hat 3 Schuss. Trifft auf die 4. Oha. Die sind halt bei mir bis jetzt immer schlecht. Mhm. Und ich habe wieder eine Stärke 4. Ja, da ist einer mir weggeflogen. Widerstand 3. Auf die 3. Da war noch eine 3, genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Mit Minus? 0. Minus 0. Ich habe normalerweise einen 4er, da ich in Deckung stehe durch meinen Schleierpsalm hier. Ich habe nämlich wieder gewürfelt, habe wieder so gedreht, dass ich wieder die 3 und die 4 habe. Habe ich einen 3er. Alter. Dann gehen 3. Alles klar. Okay. Und jetzt werde ich das so umlegen, dass... Ja, da schaue ich mal. Da werde ich auf jeden Fall den Charge verlängern. Die da schießen jetzt auf den Dune Crawler und 36 Zoll reicht. Mir ist auch vorhin aufgefallen, dass ich glaube ich zu wenige Schuss für die Plasmas gemacht habe, aber das ist jetzt wie es ist. Zumindest ist es mir noch aufgefallen. Im Abwehr, also in dem, mit dem Stratagem vorhin. Auf jeden Fall geht's los. Jens, hau rein. Genau, auf die 3 treffe ich. Triffst alles. Das sieht ganz gut aus. Stärke ja. 8. Ja, Widerstand 7. Also wieder auf die 3. Das sind 3 Stück. Das ist besser. Mit Minus? Minus 2. Okay. Plus, also hätte ich einen 5er, weil ich in Deckung stehe, einen 4er. Nein, die Waffe ignoriert Deckung. Ja. Dann ist leider trotzdem nur einer durch. Gut, das sind trotzdem D3 Schaden. Hau rein. Einer. Okay. Hat sich jetzt nicht so gelohnt. Nö. Ich schieße mit dem Carnifex gleich hinterher. Jo. Der hat wieder D3 Attacken. Heavy Venom, 2 Stück. Auf die 3. Hat sich nicht bewegt, nichts. Ja, Stärken auf die 3. Wieder auf die 3, genau.
Einer. Beide Stück. Und der andere auch. Ja. Minus. Zwei wieder. Jo. Fünfer. Wieder einer durch. Jo. Drei Schaden. Drei Schaden flat. Ja. Und dann ist der auf vier Schaden. Nice. Das war's mit dem Schießen. Mehr habe ich nicht. Es wird gecharged. Es wird gecharged. Also, du fängst ihn an. Vielleicht noch mal ganz kurz. Er könnte auch noch schießen. Ja. Will er aber nicht, weil er kommt nur auf die Kleinen. Und dann würde mein Charge noch länger werden. Genau. Ich habe jetzt hier die Truppen weggenommen und da muss ich muss ja Coherency bewahren eigentlich oder wahren. Und hier ist es so, dass ich am Ende meiner nächsten Bewegungsphase wieder hier in meine 2 Zoll Abstand untereinander haben muss. Und entsprechend kann ich die jetzt munter rausnehmen, wie ich das will. Genau. Und ich will gerne chargen. Genau. Aber erstmal, wo geht's denn los? Wir fangen ganz da drüben an. Ja, dann mach einfach. Bist du drin? Du stellst. 9, gerade so. Stellen wir dann gleich ohne Kamera auf. Ja, das stellen wir so. Sag erstmal deine Charges an. Er möchte chargen. In die Chicken? Ja. Okay, dann gebe ich Abwehrfeuer. Nichts. Snake Eyes reicht. Bist innerhalb von einem Zoll. Gerade so. Den stellen wir gleich hin. Zack. Oh oh. Ja. Oh oh. Die Jeans-Dealer ja. möchten in die Roboter-Chart. Die möchten in die Roboter-Chart. Dann geben wir Abwehrfeuer. Okay, dann ziehe ich mal Würfel. Stärke 5, Widerstand 4 auf die 3. Dann haben wir 6, 7 mal mit minus 1. Ist mir wieder egal. Genau. Auf die 5. Den einen wiederholen wir hier. Sind 2 gehalten, sind 5 Tote. Jawohl. Die 10, ne, ich würde die jetzt hier erstmal rüberstellen. Genau, also er charge jetzt mit dem auch noch. Ich kann aber kein Abwehrfeuer mehr geben, weil er jetzt mit den Jeans-Dealern eine 10 gewürfelt hat. Das heißt, er geht jetzt mit denen in Nahkampf. Die sind im Nahkampf gebunden und er kann einfach munter hinterher, ohne dass ich Abwehrfeuer geben kann. Ich habe eine 4. Na, das reicht nicht. Nicht drin wahrscheinlich. Nö. Möchte ich auch nicht wiederholen. Aber gut, die Jeans-Dealer sind ja schon mal drin. Ja. Möchtest du noch irgendwo chargen? Er möchte jetzt noch chargen. In die Ranger wahrscheinlich. Genau. Ne? Also, er ist ja 9 Zoll entfernt rausgekommen. Robert hat so weggenommen, dass ich einen 10er Charge habe. Ja. Entschuldigung. Und er kriegt aber plus 1 auf den Charge wegen seinen Adrenalindrüsen. Genau. Das heißt, ich brauche wieder die 9. Korrekt, dann soll ich erstmal Abwehrfeuer geben oder willst du... Bitte. Okay, dann haben wir erstmal die galvanischen Gewehre. Da dürfen wir beliebige Trefferwürfe natürlich auch wiederholen, weil die Einheit ist ja noch hier drin. So, und jetzt zünde ich natürlich auch das Relikt von ihm. Dann kriegen alle Einheiten... Die, also er hat einen No Pain sowieso, aber alle Einheiten innerhalb von 6 Zoll Infanterieeinheiten dürfen bei einer 6 eine zusätzliche Trefferwurf, also eine zusätzliche nach Abwehr, also Feuer geben hier. Die beiden muss ich wiederholen. So, und jetzt muss ich mal gucken, ob ich beim Abwehrfeuer auf die normale ballistische Fähigkeit treffe oder auch auf die 6. Also, wir haben ja jetzt hier noch eine 6 gewürfelt. Die kann keine zusätzliche Attacke generieren und es steht jetzt auch nichts da drin, ob ich auf die normale ballistische Fähigkeit treffe im Abwehrfeuer oder auch nur auf die 6. Also, wir haben es jetzt einfach mal so abgehandelt, dass ich jetzt auch nur auf die 6 treffe. Ich denke, das ist besser. Also haben wir hier 4 Verwundungen, 4 Treffer schon mal. Stärke 4 auf die 5, das war er hier, ne? Mhm. Das heißt, dann einmal bitte bei einer 6 mit minus 1. Dann habe ich noch einen 4. Ja. Dann kriegt er einen Schaden. Gut, dann haben wir noch die Plasma. Beliebige Trefferwürfe wiederholen. Die 6 generiert eine zusätzliche. Jawohl, das sind 2 Stück. Stärke 7. Ich hab's verpasst, meinen Einsatz. Okay, ist egal, Snake Eyes. Und dann haben wir noch den Chef.
Ja, generiert eine zusätzliche. Nein. Und wieder nichts, wieder Snake, wieder eins. Okay, dann wie weit kommst du? Schauen wir mal. Nee. Ich gebe meinen Command Point aus, den ich in der Charge-Phase noch nicht hatte. Oh, der ist drin, der ist drin! Stark! Zack, zack. Dum, 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 dum. Ja. Hat er einen Schaden gekriegt, der gute Mann hier? Okay, dann wollen die da hinten auch noch chargen, ne? Ja, die wollen auch noch. Hau raus. Hau raus. 9. Sind auch drin, oder? Guck mal. Innerhalb von einem Zoll? Nein, dann nicht. Okay. Ah, du hast clever weggenommen. Ja, ging nicht besser. Gut, dann stellst du die da noch hin. Und die, da hier noch hin. Und dann wird zugehauen. Jetzt wurde hier überall sich hingestellt. Hier gebe ich jetzt die Binärüberschreitung aus, am Ende einer beliebigen Phase, am Ende der Charge-Phase. Das heißt, die Robots dürfen jetzt doppelt zuschlagen. Das ist jetzt quasi das Nahkampfprotokoll. Und die Typen sind natürlich auch drin, haben mich hier schön eingekesselt. Und ja, wo aktivierst du zuerst? Du hast jetzt 3 Tore. Ob du wirklich richtig siehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Ach, hier ist ja auch noch einer. 4 Möglichkeiten. Also, ihn werde ich nicht aktivieren, weil da wirst du am wenigsten Schaden im Nahkampf machen. Ja. 40k, kein Nahkampf. Jetzt haben wir 4. Das ist dieses blöde Schussspiel immer. Wo willst du aktivieren? Ja? 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 Ja. Hast Angst, dass ich unterbreche, ne? Du unterbrichst ja auf jeden Fall. Die Frage ist, ob du da unterbrichst, da oder da. Aber ich aktiviere da. Ja. Gut. Dann, dann tu, was 1, du nicht lassen kannst. 2, 3, 4, 5, 6. Es sind noch 7 Stück am Leben. Mhm. Der Broadlord steht dabei, also treffe ich auf die 2. Ja. Menge Einsen. Menge Einsen. Ja, Stärke 4. Auf die 5. Klack. Die ist dauernd Werbung, das müssen wir wegmachen. Auf die 5. So, okay. 2, 4, 6. 8. 8 Stück, richtig? 8 Stück. Okay, mit Minus, du hast ein paar 6 dabei. Ne? Eine. Okay, dann 5 mal mit Minus 1. 4er. Stark. Okay, dann ist einer runter auf 2. Und einmal mit Minus ganz viel. Da haben wir einen 5er Retter jetzt. Steht! Jesus. Steht auch. Ja, 2 Schaden hat er leider nur gekriegt. Oha. Diesen biest ich jetzt noch. Alles klar, dann gebe ich 2 Command Points aus. Deine vorletzten? Also hast du noch einen, oder? Ich habe jetzt nur noch einen Command Point, das ist korrekt. Mhm. Und unterbreche dich vielleicht hier oder da. Da wird unterbrochen, weil das Viech hier ist richtig garstig im Nahkampf. Und das, da sind die Hühnchen, die wollen das nicht. Electro Priest. 6 Attacken auf die 3. Ach du Alarm. Das gefällt mir. Ach du Alarm. Okay. Einsen wiederholen durch meinen Psalm. Sehr gut. Jetzt. Yes. So, jetzt. Stärke. 5. Auf die 3. Ach komm schon. Scheiße. Und ich habe jetzt leider keine 6, weil dann würdest du diese 3 Mortal Wounds kriegen. Also. Darf ich 2 Safe-Würfe machen? Ja, du darfst 2 Safe-Würfe minus 2 machen. Sind beide durch. Okay, haben die einen Catalyst? Nein. Nein, ne? Okay. Ja, das hat sich nicht so gelohnt. Aber die halten durch, die halten durch. Gut, deine nächste Aktivierung. Ist ja egal jetzt. Da nicht, sondern hier. Hier? Ja, natürlich. Auf die Hühnchen? Auf die Hühnchen.
Ich glaube, das ist ein. Ist das jetzt ein Trupp oder sind die dann unabhängig? Nee, die agieren nicht unabhängig danach. Das heißt, es ist ein Trupp. Okay, ja, dann fliegt nämlich erst der eine da in die Luft. Gut, ja, dann hau mal zu. Also. Mit dem biestigen Kerlchen. 37 Attacken wahrscheinlich jetzt oder irgendwas? Nee, so viel nicht, nur 6. Mhm. Aber. Auf die 2. Kriegt er nicht irgendwie Attacken dazu, weil er irgendwie ein doppeltes Paar an Zangenkrallen irgendwas da hat oder so? Das ist immer jetzt die Frage hier. Nein. Okay, na dann 6 Attacken auf die 2 wahrscheinlich. Also er hat eigentlich ein Schwert oder sowas. Ach so, ja, ja. Ja, hat er ja da. Es kann nur schießen in seinem Fall. Er ist ja auch nicht Weezy Wick, ne? Ja. Also, auf die 2. Alles? Alles. Stärke? Stärke. 8. Ja. Oder was? Ja, 8. Auf die 3 mit Toughness 6. Mhm, mhm, mhm. 4 Stück. Mit minus was? AP minus 3. Ja, dann. Und warte bitte. Eine Mortal auf jeden Fall von der 6. Okay, dann ist einer schon mal weg. Ja, da ist einer schon mal weg. Gucken wir gleich mal, ob der explodiert danach. Und dann haben wir 4x6er Retter. Das gehen 3x durch. 9 Schaden. Gucken wir gleich, ob beide explodieren. Also, er hier. Er hier, explodiert er. Nein, der andere. Nein. Einfach weg. Ciao. Ja, ciao Kakao, kann man so sagen. Garstiges Drecksviech. Da freut er sich. Ein bisschen. Der alte Shell. Ich würde ihn dann neu positionieren. Ja, das kommt am Ende. Nein, gut. Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht. Also, das, ne? Willst du mit deinen Robotern? Oder soll ich erst hier drüben? Du hast doch jetzt, du hast doch auch gecharged. Das heißt, du darfst jetzt überall zuerst attackieren. Alle gechargten dürfen zuerst. Das ist kein AOS. Ach. Sind noch keine regulären Aktivierungen. Sei doch nicht so kleinlich. 3, 6, 9, 12... 15, 18, 21 Attacken auf die Robots. Die sind ja schon durch. Ach, die haben ja schon zugehauen. Ja. Stimmt ja. Ach, sorry. Deswegen werden deine Roboter und dann kann ich... Ja, aber ich mach danach dann. Also ah, ich hau danach. Dann fangen wir hier drüben an. Stimmt ja. Uiuiui. Ja, dann 6 Attacken. Ja, ja, ja. Auf die Ranga. Auf die Ranga, genau. Ranga. Walker, Texas Ranga. Du triffst auf die 3 wahrscheinlich, ne? Oder auf die 4. Du machst mich ganz nervös gerade. Musst einfach nur ins Profil gucken. WS? Ja, ich krieg aber eine zusätzliche Attacke, also habe ich 7 Attacken und darf eins wiederholen. Das habe ich gesucht. Genau, ja. Und WS biete ich mal die 3 an. Super. Einsen sind nicht gut, 2 sind auch nicht gut. Ja, aber das sind jetzt 5 Stück. Ich habe Stärke 7? Ja, auf die 2. Ja, und 5 Stück? Ja, mit Minus? 3. Alles klar, dann habe ich einen 6er Retter. Komm schon! Komm schon! Nein. Das sind jetzt W3 Schaden immer oder so, ne? D6. Ja, gut. Macht nichts, weil die sind einfach weg. So, dann hat er aber noch eine Attacke mit seinem Schwanz. 1, 2, 3. 4, na. Ja, dann darfst du dich aber da. Nee, dann darfst du dich ja nicht. 4, 5. Ja, der Trupp ist eh Essig. Ja, Schwanz. Schwanz mit seiner Rassel schlägt er noch zu. Auch auf die 3. Ja. Ja. Stärke auch auf die 7. Ja. Ja. Minus. Minus 1. Steht. Stark. Kennt er nichts. Den hält er, ne? Alles klar, okay, den hält er. Würfel zählen. 12 mal 3 Attacken waren es, glaube ich, ne? 12 mal 4 Attacken, ne? Die hier auf jeden Fall. Ja, dann hau mal rein. Auf die 3. Ich sehe da viele nicht rein. Oh ja. Übrig geblieben? Ja, auf die 3. Auf den 5er Retter. Und jetzt nochmal ein Monsterwurf. Wir brauchen jetzt einen 5er Feel No Pain. Also wir haben jetzt einen 5er Feel No Pain. Nein. 18 Stück, 7 Stück gesaved ist ja schon. Leider nicht ausgereicht. Der Trupp ist leider Wipeout. Okay, dann ja, darf ich noch zurückhauen.
mit meinen Robots. Und die dürfen jetzt doppelt hauen. Und dann darf ich die auch mal zurückhauen. Gucken wir mal. Die Robots hauen zurück. Wir hauen jetzt gleich doppelt zu. Drei, also 6 Attacken auf die 4. Und Einsen dürfen wir im Nahkampf wiederholen durch unseren Pfeil. Dann sortiere ich mal aus. Das ist noch eine 3, genau. Und mit Stärke 10 auf die 2. Dann haben wir 6, 8 Stück mit minus 3. 8 mal auf die 5. 8 mal auf die 5. Der steht. Das stehen steht 3 noch. Stück, fallen 5 um. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Dann stehen da noch 2 von diesen Drecksbiestern. Ja, ist klar. Lässt er so da stehen, dass das Missionsziel noch hält. Gut. Der geht da rein. Ich glaube, die haben nur eine Attacke, die beiden Jungs da. Wenn mich nicht alles täuscht. Jo. Ach, mehr brauchen die auch nicht. Genau. Einsen wiederholen. Treffen die auf die 3. Nein, auf die 4. Stärke 4. Auf die 6. Einmal mit minus 0 bitte. Die 3. Halt ich. Ja, na klar. Okay, Dokey. Die hast du vorhin im Beschuss getötet, ne? Da ist auch was getötet, ja. Dieser Trupp ist automatisch killed. Der läuft weg. Ja. So, ich würde 3 Zoll dann mich hierher bewegen. Durch das Gelände und meine eigene Einheit bin ich jetzt eben die hier im Nahkampf, so dass er nur noch die Option hat, nach da wegzulaufen. Und im schlimmsten Fall muss er dafür seine Einheit splitten und verliert dann automatisch ein Modell. Das werden wir gleich in der Bewegungsphase wahrscheinlich sehen. Aber gut, also ich sag mal, dass ich eins verliere, ist unwahrscheinlich, weil die 6 Zoll haben. Aber das Ding ist natürlich, dadurch, dass er jetzt genau in diesen Zwischenraum hier reingeht, passe ich nicht mehr hier durch. Das heißt, ich kann mit der Einheit auf jeden Fall nicht mehr nach vorne ausweichen. Ich muss, um die Coherency zu wahren, hier hinten um dieses Ding rum. Mit dem hier rum und mit dem hier rum. Dann bin ich wieder drin. Aber er weiß halt, es ist natürlich sehr berechenbar jetzt, ne? Und er zwingt mich halt auch einfach so aus dem Nahkampf rauszugehen, wie er das jetzt will. Das ist halt die Besonderheit, ne? Ansonsten, ja, der geht noch 3 Zoll nach vorne. Also das ist halt, wie gesagt, dieses Konsolidieren bringt einem auch was, um Einheiten, wie wir es hier gesehen haben, nochmal zusätzlich im Nahkampf zu binden. Obwohl er mich nicht gecharged hat. Das ist halt das Schöne. Und das kann man auch machen, wenn man im Nahkampf ist und aktiviert. Der Punkt ist da nur, ich kann kein Abwehrfeuer geben, wenn ich eine zusätzliche Einheit im Nahkampf aktiviere, aber ich darf noch zurückhauen auf diese Einheit. Also es gibt hier so, oder wie ihr merkt, es gibt da so die eine oder andere Möglichkeit, um Einheiten wirklich im Nahkampf zu binden, beziehungsweise den Gegner zusätzlich nochmal irgendwie Handlungsspielraum zu nehmen, obwohl man ihn nicht direkt gecharged hat. So, jetzt wird hier hinten noch fleißig nachkonsolidiert. Und ja, wir gucken mal, was wir da so an Punkten halten. Wir haben hier einen, dann haben wir da den zweiten und haben da den dritten. Das heißt, es steht jetzt 10 zu 2, ne? Richtig? Ja. Krass, ja. Und Zug 2 hat Mac. Bewegungsphase der Adeptus Mechanicus ist vorbei. Und wie wir sehen, ich bin hier aus dem Nahkampf raus. Warum? Weil ich einfach hier so ein bisschen abschirmen möchte jetzt. Die haben sich jetzt auch hier in so einem kleinen Schild da hinten hingestellt. Die sind jetzt tatsächlich, so wie wir es vorhin angesprochen haben, aus dem Nahkampf rausgefahren. Bisschen doof. Er ist nach vorne, 6 Zoll zu denen. Er ist nach vorne, hat den mit einem Lebenspunkt geheilt. Und dann kamen am Ende der Bewegungsphase die Typen hier rein. 9 Zoll weg, dass die alle hier rüberschießen können. Und dann kommen wir gleich in die Schussphase. Der Trupp hier schießt. Da schießt einer von denen hier auf den. Die beiden Arc Rifles auch auf den. Der Chef mit der Pistole auf den. Und die anderen gehen auf die Jeans Dealer hier hinten. Auf die
Achso, wir müssen übrigens noch unsere Psalm-Dinger machen. Das machen wir vorher. Und dann nehmen wir die 4 und die... Nee, wir nehmen die 3 wieder. Und wir nehmen wieder die 3 und die 4. Eins im Nahkampf wiederholen oder machen wir eins im Fernkampf. Eins im Nahkampf. Wir nehmen die 3 und die 6. Das heißt, Einsen im Fernkampf und Einsen im Nahkampf wiederholen. So. Klingt fair. Das klingt gut, ne? Und auf die 3. Wohin schießt du denn gerade? Das sind die auf die Jeans-Dealer. Und ja, das sieht nicht so schlecht aus hier bei den guten Radiumkarabiner. Alles klar. Schön. Und mit Stärke 3 auf die 5. Und jede 6 gibt jetzt 2 Damage. Das ist nicht schlecht, aber ist dir eh egal. So, 5 Stück minus gar nichts. Fertig. Hast du alle gewürfelt schon? Hast du aber schön hingelegt. Wir würden es gerne auf Kamera sehen. Ja, sind die 2 tot. Alles klar, das hat ja ganz gut gepasst. So, dann haben wir Chef mit der Pistole. Einsen dürfen wir wiederholen. Trifft. Die Pistole hat eine Stärke von 6. Mit einer 6 verwundet die. Mit minus 1 bitte. Das ignoriere ich. Ja. Nein, aber auf die 4. Ein Schaden. Einen krassen Schaden. Auch meinen dicken hier, ne? Mhm. So, dann haben wir die Arc Rifles noch. Eins wiederholen. Jawohl. Da haben wir Stärke 6. Was hast denn du? Toughness 7. Die 5. 2 Stück mit minus 1. Immer noch der 4er dann. Eingehalten, einer durch. Wieder ein Schaden. Nicht schlecht. Belisarius Call schießt auf ihn. D3. Den würde ich mal wiederholen jetzt. Nein. Für deinen letzten Command? Doch, machen wir. Nein! Okay. Auf die 2, glaube ich. Und verwundet mit minus... Lass mich kurz überlegen. Mit minus 4. Ja, gut. Einen 7er schaffe ich nicht. Okay, dann haben wir D6 Schaden, weil er innerhalb der halben Reichweite ist. 5 Schaden. Hat er 6 insgesamt schon gekriegt? Jawohl, sehr gut. Die Hooncrawler schießt. Cognis Heavy Stubber geht hier hinten rein. Und Neutron Laser geht natürlich hier rein. Cognis Heavy Stubber. Beliebige Trefferwürfe wiederholen. So, Stärke 4. Nichts. D3 Schuss. 1. Trifft. Verwundet. Ich weiß gar nicht, auf wen du schießt. Auf den natürlich hier. Mit? Minus 4. Eine 7 habe ich immer noch nicht. Okay, D6. 4. Der ist fast tot. Aber er lebt noch. Alles klar. Das war's mit einem Schuss hier hinten. Oh oh. Jetzt zähle ich viele Würfel. 25 Pistolenschüsse hier rein in die guten Jungs. Auf die 3. Wiederholen. Auf die 5. Da haben... Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. 3 Stück? Das gibt's doch nicht. 3 Stück. Also nach dem ersten Wurf hatte ich ein bisschen mehr jetzt erwartet. Boah, ist das schlecht, ey. Auf die 5? Mhm. 3 Tote. Ja, super. Ja, super. Sei doch mal glücklich mit dem, was du hast. Ja, trotzdem. Okay. Charge. Die Jungs hier rein. 9? Reicht nicht. Belisarius Call. Hier rein. Reicht. Das reicht. Mehr mache ich nicht. Kurz überlegt.
Nein, doch nicht. Omnis Heier-Axt. In die Fresse. Einsen wiederholen im Nahkampf. So, auf die 5. Alles klar. 2d6 Attacken mit dem Dingsbums. Okay. Auf die 2. Und auf die 5. Halt. Okay. Jetzt haben wir 3 Stück. Das ist schon wieder... Ey, Mann! Wie viel Durchschlag? Nichts. AP. Dann habe ich einen 3er. Alles klar, hau mal raus. Ja! Ich gebe einen Nein! Point aus. Komm los! Los, los! Nein! Aber der wird deutlich schlechter. Warum er sich so ärgert, er hat mit einem Leben überlebt. Mhm. Ja, okay. Dann darfst du zurückhauen. Ich habe übrigens noch 4 Command Points. Mhm. Du darfst zurückhauen. Ich darf zurückhauen. Aber der kann nichts mehr, ne? Das gucken wir jetzt mal. Mhm. Wird zurückgehauen, 7 Attacken auf die 5. Auf die 5, Einsen wiederholen. Mhm. Oh. Stärke 3, ja. Stärke 7, Entschuldigung. Auf die 3. Oh. Rand minus 3. Ja, er hat ein 5er. Einer durch. D6 Schaden. Ja. Rennt. Oh, sowas von. Command Point. Hast du in der Phase doch schon genutzt für deinen. Safe-Off, stimmt. Ein Schaden. Runter auf 5. Dann hast du aber noch dieses. Kannst du nicht noch welche machen? Ja, ich kann noch einmal mit dem Schwanz zuschlagen. Trifft. Schon wieder, ja. Verwundet nicht. Okay. Gut, läuft. Alles klar. Top. Vorbei, das Gute. Also, ich habe jetzt hier 1-2 Punkte. Weil ich nicht aufgepasst habe. Das heißt, für alle, die neu einsteigen, ich hätte natürlich auch noch peilen können. Und mir fehlt ungefähr gar nichts, so ein Fingernagel. Dann wäre ich auch dran, der Punkt wäre umkämpft. Und wir hätten, er hätte nur einen Siegpunkt bekommen. Haha. 10 zu 4. 10 zu 4. Runde 3. Runde 3. Tyrannien. Die Bewegungsphase ist vorbei. Die Genestealer hier hinten sind aus dem Nahkampf. Der Dicke da hinten ist da rüber gelaufen. Broodlord hier rüber. Neurotroph zum Punkt. Carnifex Advanced. Hivegard stehen geblieben. Ja. Und die Jungs hier vor. Ja. Psi-Phase. Psi-Phase. Er versucht einen Smite auf die Roboter. Mhm. 7. Ja, reicht. B3. 1. Mhm. Einer runter auf einen. Ja. Er versucht den mentalen Schrei. Ja. Auf die Roboter. Ja. Dann ist einer tot. 2 Schaden. Okay. Der und einer hat noch, springt ja weiter. Genau. Und einer hat noch 5. Und dann ist der Robot Essig. Nein. Alles klar. Er versucht einen Catalyst auf ihn. Ja. 4? Nein. Nein. Okay. Dann haben wir noch was? Noch ein Smite. Auf die 6 jetzt? Auch auf die Roboter. Ja. Sind die näher? Ja, ja, da ist so, ja. Wieder einer. Einer wieder runter den auf. Den würde ich jetzt rerollen. Ja. Oh. 3, ne? Mhm. Runter auf 2. Ja. Dann wären wir mit dem fertig und ich würde gerne anfangen zu chargen. Willst du nicht schießen? Doch, schießen wir. Mach erstmal Carnifex oder Hiveguard. Genau, Carnifex ist gerannt, deswegen kriegt er minus 1. Korrekt, wohin? Hat trotzdem die D3 Attacken. Darf er nicht, also hier. Ja, D3. 3 Stück auf die 4. 2 Stück. Mhm. Auf die, welche Stärke? Welche Tafel? 7, aber also auf die 3 verbunden.
Einer. Es steht. Steht, schön. Die Hive Guard. Ja. Schießt auch auf die Roboter, weil das die nächsten Modelle sind. Ja. Die brauchen übrigens keine Sichtlinie, nur dass jetzt keine. Ja. Ich erkläre es nicht dir, sondern den Zuschauern. Ja. Auf die drei. Ja. Auf die drei. Ja. Minus zwei. Beides durch. D3 Schaden. Einmal, genau. Einmal einer, das ist egal wer. Normalerweise muss der einzeln machen. Ja, ab. Ist einer runter auf 4 und explodiert der andere? Nein? Alles klar? Ja, da wird jetzt drauf geschossen mit den Typen. Jeder 3 Attacken auf die 4. Ja. Auf die 5. Türmchen. Ich bin der Baumeister. 4 Stück. Mhm. Auf die? Ja. Ist auf die 2? Nein, es ist auf die 1. Ja, also er hat einen 2er Retter. Ich habe einen Schleierpsalm momentan. Also ich habe übrigens 4 und 3. Krieg plus 1. Das heißt, ich kann es nicht verkacken. Jetzt gibt es so witzige Regeln, die besagen, dass beim Trefferwurf von 6, dass es automatisch immer getroffen ist. Und genauso wie Trefferwürfe von 1 immer verfehlt sind, genauso ist es jetzt hier beim Rüster bzw. Retter. Und wer die Regeln mal genauer liest, gerade so die englischen Regeln, da steht nicht drin, dass eine 6, also es steht im Regeltext nicht drin, dass die 6 immer getroffen ist beim Trefferwurf. Und entsprechend kann man es jetzt übertragen auf diese Rüstungswürfe durch diese Deckung. Aber weil ich jetzt auch diesen genauen Regeltext bei Rüstungswürfen jetzt nicht hier im Kopf habe, sagen wir einfach mal, die eine 1 ist jetzt durchgegangen, er hat jetzt noch 4 Leben. Also theoretisch ist das jetzt nicht verkackbar hier. Im besten Fall ist das uninteressant. Genau, im besten Fall ist es uninteressant. Aber wir lassen uns den Spaß jetzt einfach mal nicht nehmen und machen das so. Okay, das war's mit dem Schießen. Wir wollen chargen. Wo willst du denn chargen? Da hinten. Ja, guck mal, wie weit du kommst. Ach. Das reicht. Okay, dann zähle ich jetzt Würfel. So, auf die 6. Und jede 6 gibt natürlich jetzt einen zusätzlichen Trefferwurf durch das Relikt. Und Einsen dürfen wir sowieso wiederholen. Ne, dürfen wir nicht. Doch, dürfen wir. Wegen ihm hier. Ups, das war nichts. So, die wiederholen wir. Alles klar. Dann haben wir hier hinten 4, 5, 6, 7 Stück. Die wieder generieren könnten. Jawohl. Alles klar. Dann haben wir Stärke 3. Ufte 5. Dann haben wir gnadenlose 3 Stück. Und Wundwoll von 6 ist egal. Jetzt sind wir auf die 5. Das sind 3 Tote. Triple 1. So, dann haben wir noch die Arc Rifles. Nicht gewesen außer Spesen. So, Pistole vom Chef. Komm. Nein, alles klar. Gut, die sind drin. So, die hier möchten da wieder rein. Die 3 Schuss. 2. Beliebige Trefferwürfe wiederholen. Und verwunden tun wir definitiv nicht auf eine 1. Reicht. Stell sie dran, die Kumpels. So, wer will noch chargen? Weil es so schön ist, der Große hier gerade. Ja. Kraken darf immer wieder rein, ne? Ja. Ist klar. Hier würde ich gerne noch chargen. Ja. D6. 5 Schuss. Wow. Stärke 5. Auf die 5 wahrscheinlich. Oder? Ja, ne? Mhm. Zweimal bitte mit minus 1. 4er. Ein Schaden. Dann Charge. Reicht gerade so. Also gerade so, ist gut. Good Lord.
Der möchte hier und hier reinchargen. Mhm. Dann geben wir natürlich hier Abwehrfeuer mit ihm. Ach, guck erstmal, wie weit du kommst. Also da brauchst du, glaube ich, mindestens eine 9, oder? 8? 9? 10. 10? Ja. Aber egal, okay. D3 Schuss. Einer. Nö. Nö. Aber für die 4 reicht. Ja, ja, locker. Okay. Wo aktivierst du zuerst? Fangen wir mit dem Dienstdealer an. Mhm. Kann man noch ein Stückchen mehr peilen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stück. Wieder 3 Attacken. Auf die 2 aber jetzt. Ja. Wenn ich einigermaßen gut gestellt habe. Ne? Ja, ja, das haben wir jetzt. Wir achten jetzt drauf. 7 mal 3 Attacken. Sind wir leid. Wir sind drauf. Rufte 2. Mhm. Sind auch viele Einsen dabei. Nicht schlecht. Ja, gut. Ja. Stärke 4 auf die 3. Nee, nee. Die haben nicht so Bock anscheinend. 3, 6, 9. 3, 6, 9 Stück mit Rent. Also mit. Sind es 9? Ja. Ich habe jetzt einfach mal neu hingelegt. Mit alle mit Rent minus 1 und 2 mit 4. Okay, einmal den 5er. Alter. Und zweimal. Die minus 4 wirst du. Doch, doch, die haben Retter. Okay. Die haben alle einen 6er Retter, aber da sind jetzt schon mal 3, 6, 9 weg. Ja. Ja. War vielleicht zu erwarten. 2, 3, 4. Nee, das war der falsche. 4, 5. 6, 7, 8, 9. Ja, läuft. Okay, dann ist der Broodlord leider raus. Steht noch einer, oder was? Weil die 3 Zoll werden jetzt nicht ausreichen, um den noch hier reinzukriegen. Dann, ja, nächster. Machen wir doch hier weiter. Mhm. Und zwar, der hat 3 Schaden gekriegt, ne? Mhm. Ja, das ist ihm relativ egal. Ja, der ist biestig, der Kerle, ne? Der ist geil, ne? Ja, der ist richtig. 6 Attacken. Mhm. 6. Ich treffe auf die 2. Alle. Mhm. Stärke 8. Ja. Auf die 3. Das sind 3 Stück. Mhm. Minus 3. Ist dir wahrscheinlich wieder egal, ne? 5er Retter. 2 durch. 6 Schaden. Ciao, Kakao. Explodiert nicht. Gut. Ja, hier. Oh, hier wird echt. So, dann. Oh, hier ist aber jetzt. Also, jetzt ist aber Essig hier bald. ja, dann hier hinten. Jetzt machen wir den Fehler nicht, den wir eben gemacht haben, ne? Ja. Gehen das Stückchen mit rein. Der hat noch einen Lebenspunkt. Mhm. Das heißt, er hat immer noch seine 7 Attacken. Auf die 5. 7 auf die 5, Einsen wiederholen. Mhm. Das eine. Siebener Stärke. Mhm. Minus? Minus 3. Mhm. Fünfer. Wie viel Schaden? D6. Den wiederhole ich bitte. Ja, hau rein. 5. Nein! Slay the Warlord. Peng. Hat er einen Call aus seinen Tempelflitzer-Latschen gehauen. Oh oh. Ja, okay. Die Tyranniden, jetzt war's das. Der könnte noch explodieren? Nee, hat sich gewürfelt. Nee, der liegt schon um. Explodiert der? Nein. Jo, dann darfst du mit deinem einen Männchen noch schlagen. Ne? 2 Attacken. Und? Nein. Okay. Ja. Der rennt weg. Ja. Ich krieg 3 Punkte. Mhm. Also,
Alle. Eins, zwei, drei. Okay, ist klar. Dann gucken wir mal, was wir da jetzt noch machen können. 13 zu 4 war. Nee, 6? Nee, 4, ne? 4. Alles klar, Admec, letzter Zug. Destroyer schießen. Einer auf die Termaganten, einer auf den Trigon Prime und einer auf die Gene Stealer. Wir fangen erstmal mit dem Phosphor Blaster an. Auf die Gene Stealer. Ja. Und Stärke 5. Nein? Okay, D6 Schuss. Nicht überladen. Doch, wir überladen jetzt alles. Komm, wir überladen jetzt alles. Drauf geschissen. Auf die 4. Einsen wiederholen. Jawohl. Und auf die... Oh oh. Ja, auf die 2. Minus 3. Auf die Gene Stealer? Ja. Das ist mir egal. Einer nur. Ja, nochmal wiederholen. Einer nur. Ich denke 3. Nein, einer. Minus 3. Ja, einer weg. Gut, dann auf Trigon Prime. Erstmal der Phosphor Serpent da. Das beides. Verwundet nicht. D6 nicht überladen. Trifft. Und Stärke 7. Jawohl, verwundet mit minus 3. Ja, minus 3. Sechser. Weg ist er. Dann schlägt er vielleicht um sich. Jo. Nein. Alles klar. So, dann auf die Ganten. Jawohl, einer trifft. Und verwundet mit Stärke 5 definitiv. Minus 1 auf die Ganten. Dann ist es durch bei den Ganten. Jawohl. D6 Schuss. Nicht überladen. Zwei Stück. Auf die 4. Eins wiederholen. Und mit Stärke 7. Zweimal minus 3. Wieder 2 weg. Also 3 Tote? Ja. Ja, hier, was mit ihm? Ohne Base, er chillt da. Okay, dann gucken wir noch mal ein bisschen, was wir da machen. Er schießt mit der Pistole da drauf, auf die Ganten, auf die 2. Und auf die 3, verwunden war. Komm. Viermal minus 0. Dann hätte ich gerne eine 6. Das gibt es doch nicht. Alles klar, Doomcrawler. Schießt jetzt. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Der Doomcrawler muss jetzt. Das darf nicht wahr sein. Das ist doch so eine Scheiße. Der Doomcrawler. Soll ich dir noch was verraten? Die wird, glaube ich, weglaufen. Ja, der ist. Hier, warte mal. Der hat. Das ist ein Charaktermodell, hat aber über 10 Lebenspunkte, ne? Mhm. Dann darf ich ihn beschießen, weil er über 10 Lebenspunkte hat, mein lieber Freund. Alles klar. Durftest du die ganze Zeit? Neutron Laser. Daran habe ich aber die ganze Zeit nicht gedacht. Also der Idiot rennt erst. Der bleibt einfach da. Nee, der kann mich. Rennt der weg? Wie viele sind da jetzt gegangen? Moralwert? 6 sind gegangen. Aber der gibt Synapse hier, ne? Ja. Siehst du, dann ist das raus. Dann haben wir Cognis Heavy Stubber geht in den Typen und Neutron Laser in den. Cognis Heavy Stubber. Oh. Verwundet mit Stärke 5. Nicht? Neutron Laser in ihn hier. In den Brutlord? 3 Stück. Auf die 3. Auf die 3. 2 Stück minus 4. Ist mir egal, 4er Retter. Jo. Also schießt auf ihn, ne? Minus 4, genau. So, dann. Wie viel Schaden werden das? 2d6. Ich möchte meinen letzten Command Point ausgeben. Jawohl. Ciao, Kakao. 2d6, Minimum 3. Das sind 9 Schaden. Dann ist er genau tot. Sauber. Okay. Ja, aber egal. Was passiert jetzt hier? Die haben schon geschossen. Tja, das war's. Jens, ich habe jetzt alles gegeben in dieser Schussphase, wie du siehst. Ja. Das Problem ist wirklich, da kommt noch was. Da hinten steht noch was schießen kann. Da ist ein Neurotroph. Hier ist zwar ein tierisches Chaos auf dem Board, aber mit den Typen
Und hier bindest du mich im Nahkampf, haust mich weg. Also das gibt eine Ghetto Fist. Ich kriege jetzt einen Siegpunkt für hier hinten. Und dann geht das aus wie Zornberger Schießen hier für mich. Wir kommen in den Postgame. Postgame. Hab ja gesagt, wir haben keinen Spaß. Ich weiß nicht. Ich hatte sogar welche. Ja, ich auch. Wir hoffen, ihr auch. Ja, das hoffen wir. Nein, wir hatten wirklich Spaß. Ja, mal wieder. Wie immer, wenn wir spielen. Ne? Heute war es nicht so knapp. Heute hast du mich vom Platz gefegt. Die Echsen hatten Hunger. Die Echsen hatten Hunger, ja. Oder Echsen sind es ja gar nicht, sind ja Käfer in dem Fall. Ja, das sind biestige Käfer. Die hatten Bock auf Fleischfetzen mit ein bisschen Roboter dran. Ja. Adeptus Mechanicus, ja, schön versagt heute. Woran könnte es gelegen haben in meiner Liste? Ich habe die Infiltrator ein bisschen gewastet. Ich habe die Elektro-Priests, ja, das war schwierig, in einem Fünfer-Trupp die irgendwo anzubringen, ist hart. Ich hätte die mit vielleicht in die große Bubble stellen können als Counter-Charge. Da hätten sie mir aber am Feld die ganze Zeit auch nichts genutzt. Ist ein Fünfer-Trupp. Also die Liste kommt nochmal anders. Ich habe jetzt einfach mal alles ein bisschen reingenommen. Die Infiltrator sind halt top, ne? Die fünf Jungs hier vorne mit den Pistolen. Die können was. Definitiv. Ja, halt heute nicht so viel. Nee, und du bist mir halt weggerannt. Ne? Ich wollte dann, dachte mir vielleicht, dass ich hinten ein bisschen die Kontrolle in der Bubble kriege, dass ich die einfach zum Punkt halten nehmen kann. Und ich wollte auch einfach nicht mehr da hinten in die andere Ecke oder so. Ich wollte einfach wirklich drauf. Das war der Punkt. Also wenn es jetzt wirklich stur nach Punkten gegangen wäre, hätte ich das auch anders gespielt, klar. Ich hätte es wahrscheinlich aber auch nicht ganz so aggressiv in der Mitte gespielt. Hast du schon mal drüber gesprochen. Also ich hätte wahrscheinlich auch gerade mit der Neurotrope die Punkte-Dinger gehalten. Einfach hinten geblieben, ne? Ja, der ist natürlich, ja dann dazwischen gelaufen und hat auf einmal gar nichts mehr gemacht. Nur damit ich noch ein bisschen meine Psy-Kräfte spielen lassen kann. Ja, ansonsten... Der Swarmlord, der war ganz sympathisch, fand ich. Alter. Ich fühle mich richtig misshandelt von diesem Teil. Aber jetzt habe ich ihn gerade weggeschossen, ne, mit dem Junecrawler. Jetzt hat er natürlich einen Neutron-Laser mal schön gefressen. Ja. Drecksack. Ja, gut, aber der hat ja schon ordentlich was da weggeschnitzelt. Was der, also wenn der, mit diesem Flat-Schaden ist halt auch komplett, also wirklich. Ansonsten, ja, die Tyranniden. Ich würde sagen, du hattest nicht den optimalen Start. Nee, du standst sehr verteilt. Dieser Idiot da mit seinen in der Bewegungsphase nochmal rennen lassen, das hat dir den Arsch gerettet. In der Schussphase nochmal rennen lassen. Brutal geil. Und das war entschieden, als du dann dran warst. Und du hattest es auch von dem Gelände her, also die von der Platte her nicht leicht, gerade durch die Mitte, durch die großen Felsen da durchzukommen, fand ich. Also du musstest einmal aushalten in der Schussphase und da hätte ich mehr reißen müssen. Obwohl die schon nicht schlecht war. Also aber die Flamer konnte ich anbringen, alles. Du hattest ein, zwei Sachen in der Schussphase, wo nicht so viel geklappt hat, glaube ich, in der ersten. Aber das passiert dann, halt, ne? Genau, das passiert halt, dafür ist es halt ein Würfelspiel. Ja. Und dann weiß ich nicht genau, wann deine Linie gebrochen ist. Wahrscheinlich irgendwann in Runde 2 oder 3 so. Ja, also die drei Vorbereitung, war ja klar, ne? Die Vorbereitung hast du in Runde 2 geliefert, weil er hatte alles vor mir stehen dann und dann... In Runde 3 hat sie eine verdammt gute Psy-Phase durch Psychic Scream und einen guten Smite, der durchgegangen ist. Dann hast du mir eigentlich meine zwei Robots schon weggehauen. Und dann hast du in der Schussphase tatsächlich auch mal was gerissen. Ganz komisch für mich. In der dritten Runde. Und da hast du mir die Robots weggenommen und das war halt entscheidend. Ne? Also die hätte ich gebraucht noch. Wenn ich die noch ein bisschen hätte halten können und du da noch in Nahkampf hättest gehen müssen, das wäre vielleicht... Aber du hast mich einfach überrannt dann. Also du merkst, wenn die Atmec... Ich hatte ja keine richtige Ballerburg da. Ja, du hast halt abgeschwächt, ne? Aber wenn du das mal durchbrichst und du bindest mir gerade die Destroyer, wo du die einmal gebunden hast, ne? Dann, was willst du dann machen, ne? Guckst du blöd aus der Wäsche, ne? So ein bisschen, das Meat Shield hat so ein bisschen gefehlt. Ja, das ist halt. Wo du dann zu schnell durch bist, ne? Also. Ist halt auch schwierig, ne? Also ich habe schon, ne? Ich weiß nicht, jetzt, ich sag mal, 26 Infanteristen gespielt. Klar kann ich ja noch mehr spielen. Ich könnte auch drei Trupps vorne einstellen. Muss ich wahrscheinlich auch gegen so eine Tyrannidenliste. Da hast du schon recht, ja. Ja, ansonsten mehr Flamer, mehr Robots mit Abwehrfeuer. Vor allem mal Baller-Robots in so einem Sechser-Trupp, die hinten drin stehen, doppelt schießen können und hinten drin stehen, ist schon richtig brutal, ne?
kommt alles nochmal. Ich glaube, die hast du beim letzten Mal gespielt als Dreierblock, ne? Dass du hinten standest, doppelt schießen durftest. Das war. Ja, und die als Sechser-Trupp oder so, die sind biestig dann, ne? Also die schießen alles weg. Ich glaube, das Problem auch, dass du deine kleinen oder die großen Roboter nur in die Gene-Stealer gekriegt hast und nicht auf die eigentlichen Haku-Einheiten, was du mit denen eigentlich jagen willst. Ne? Ja. Ich habe sie halt einmal wirklich da stehen lassen, um im Abwehrfeuer haben sie natürlich auch immer noch mal ein bisschen was gemacht, aber im Nahkampf haben sie tatsächlich, also die sollten zu deinen Dicken, das haben sie nicht geschafft. Es kommt manchmal anders, als man sich denkt, ne? Als man sich das wünscht, den Einsatz der Miniaturen dann, aber ist halt so. Also deine Tyrannidenliste auf jeden Fall hat echt gut funktioniert und du hast auch in der letzten Runde wirklich auch mit dieser Ballerburg hinten drin mal ein bisschen was gemacht mit der Hiveguard und dem Carnifex. Hast du zum Beispiel, also mir ging es zum Beispiel, wo ich die Carnifex immer gespielt habe mit der Heavy Venom Cannon. Heavy Venom Cannon ist aber eine Assault-Waffe. Das heißt, ich finde es echt gut, gerade wenn du so einen Dreierblock oder so spielst mal, dass du die einfach mit nach vorne laufen lässt. Ja, das war die Überlegung dann gegen Ende, wo ich dann so das Gefühl hatte zwischenzeitlich, dass bei dir noch sehr viel steht, bei mir relativ wenig. Da bist du losgerannt. Genau, da bin ich dann erst losgerannt. Das habe ich früher genau so gemacht immer mit den Typen. Ich habe die am Anfang hinten stehen gelassen und dann irgendwann dachte ich mir, oh, das könnte vorne eng werden, schickst du nach vorne, ne? Ja. Also das werde ich demnächst nochmal ausprobieren dann. Oder schick die gleich nach vorne. Ich habe ja auch noch zwei Carnifexe zu Hause, vielleicht spielen wir die auch mal, dann kann das, wenn ich die bemalt habe endlich. Ja, du kannst die auch ruhig alle nach vorne schicken. Klar, die mit erweiterten Sinnen, aber du triffst immer noch auf die vier. Mein Gott, der drei Schuss, da kannst du immer was anbringen. Ne? Und wie gesagt, du kannst advancen, rennst nach vorne und wenn die Typen im Nahkampf kommen, die können halt auch nochmal was. Ne? Da steht halt ein Carnifex dann dazu drin noch. Ne? Ja, ansonsten die Liste hat funktioniert. Ja. Wir optimieren deine Liste auf jeden Fall nochmal. Ne? Ja, wir haben ja schon mal in der Pause, wo wir Pausen gemacht haben, so ein bisschen drüber gesprochen, dass da mit Sicherheit noch Luft nach oben ist. Wo du dein schönes Mal zu dir genommen hast. Ja. Insider wissen, was wir meinen. Er hat was ganz Ekelhaftes gegessen. Das reicht aber auch als Information. Das war gar nicht so. Doch, komm, jetzt erzähl's. Nein. Doch, erzähl's doch. Viel wichtiger, als dass ich erzähle, was ich gegessen habe, ist doch... Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das hier liest und das wenn wissen wollt. Wenn es richtig geht, dann sagen wir es auch. Nö. Ich schreibe in die Kommentare, was hat Jens in diesem während des Battle Reportes Ekelhaftes gegessen? Ich beantworte es euch. Im nächsten. Ihr müsst den nächsten. Nein, schreibt unten runter, weil das richtig widerlich war. Dass du überhaupt hier stehen kannst und spielen. Und vor allem, wenn das deine Frau erfährt, was du hier gegessen hast, also kriegst du richtig Ärger zu Hause. Ich habe dir ein Foto geschickt. Also. Ja, gut. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, viel wichtiger ist, wir haben versucht, ein bisschen mehr zu erklären. Also gerade Robert, ich weiß nicht, ob ihr euch das ausgereicht hat, ob das dann zu viel war, das könnt ihr uns gerne auch nochmal in den Kommentaren als Feedback geben. Wenn es nicht gereicht hat, habt ihr Pech gehabt. Gut. Das nächste Mal spielen wir dann stumm. Sagen wir gar nichts. Das ist aber ein dummes Kommentar gewesen. Ja. Dummer Kommentar. Nein, das macht doch nur Spaß. Tschüss. Also ihr seht, wir hatten Spaß. Wir hoffen, ihr hattet es auch. Das letzte Wort gehört dir, ne? Ja, also nein, wir haben das tatsächlich versucht, mal ein bisschen mehr zu erklären. Und wenn es euch nicht gereicht hat, dann versuchen wir das noch ein bisschen auszubauen. Es geht tatsächlich auch mal so ein bisschen unter, wenn man dann so im Spielfluss ist. Das ist das Problem, gerade wenn man so seinen Spielfluss hat. Aber ich hoffe, wir konnten ein paar Fragen klären. Also das war gerade tatsächlich wirklich nur ein Scherz. Das hat schon jeder verstanden, dass das nicht ist. Manchmal hast du da den einen oder anderen Biestigen dabei. nein, Quatsch, ist eine gute Community. Und wenn ihr noch offene Fragen habt, schreibt es drunter oder so. Wir beantworten es euch gerne oder ihr helft euch gegenseitig immer. Das klappt ja auch oft gut. Ja, es hat uns auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht heute, um mal die ehrlichen Worte über dieses Spiel fallen zu lassen. Ich freue mich aufs dritte Spiel schon, kann ich auch sagen. Ja, mich auch, macht echt Spaß. Und wir hoffen natürlich auch sehr, dass es euch gefallen hat. Dass es euch gefallen hat. Meine Güte, Wortfindungsstörung. Mitten in der Woche ist es spät. Es ist unter der Woche, 11 Uhr. Ja, ich muss nach Hause. Ab ins Bettchen. Ja, bis morgen früh raus. Da haben wir einen richtigen Job. Ja. Also wir hoffen wirklich, dass es euch gefallen hat, dass ihr Spaß mit uns hattet und dass ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ich habe es im letzten Video auch schon mal gesagt,
Weil uns immer mal ein paar Kommentare erreichten, über Facebook auch, Nachrichten, YouTube, E-Mail, was auch immer, ob es die Möglichkeit gibt, uns zu supporten, irgendwie über Patreon oder PayPal. Nein, das gibt's nicht. Das wollen wir auch nicht, weil wir wollen den Kanal auch strikt werbefrei halten und ihr sollt das einfach auch alles gucken und jeden Content, den wir hochladen, der gehört euch auch, den könnt ihr schauen. Und eine Besonderheit gibt es und da könnt ihr uns unterstützen, weil, wie ihr hier seht, auch dieses, der Name hier schon verrät, Mini Paradise ist nicht nur der Name unseres YouTube-Kanals, unserer Community, sondern wir haben einen eigenen Laden, für alle, die es noch nicht wissen, und wir werden bald auch einen eigenen Online-Shop haben, aber bis der noch nicht online ist, könnt ihr unter der E-Mail, die unter dem Video hier in der Beschreibung ist, Bestellungen bei uns abgeben. Dann würdet ihr einfach sagen, was ihr haben wollt und ihr kriegt auf jedes GW-Produkt, außer wir haben jetzt hier mal, wenn ich einfach mal hier so ein Büchlein aus dem... Jeansdealer, gut. Das nehme ich gleich mit? Nee. außer Bücher, da dürfen wir aufgrund des Buchpreisindexes natürlich keinen Rabatt geben, aber ansonsten geben wir überall 20% auf GW-Produkte und auf die guten Dinger hier. Da sind GW-Exclusive-Sachen, da haben wir auch noch ein paar hier rumfliegen gerade, Schwarmwache, wer sie braucht. Da geben wir sogar 5% drauf. Das heißt, da könnt ihr was bei uns bestellen. Besonderheit ist, wenn ihr was bei uns bestellt, dann macht das am besten so samstags oder sonntags per E-Mail, weil montags geht unsere Bestellung an GW raus. Und wenn wir das Produkt nämlich nicht auf Vorrat haben, dann kommt das den Donnerstag danach gleich zu uns. Wir packen es aus und schicken es direkt zu euch. Weil ihr könnt jedes Produkt bestellen. Es ist natürlich gut möglich, dass wir es auch mal nicht auf Lager haben. Es sei denn, kann natürlich auch mal passieren, dass bei GW das Produkt dann auf einmal nicht mehr lieferbar ist. Da stecken wir dann leider auch nicht drin. Aber wie gesagt, auf diesem Wege würden wir uns sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr uns da unterstützt und unseren Shop einfach ein bisschen unterstützt. Oder einfach bei uns in den Laden kommt, hier nach Kassel, im Herzen von Deutschland. Und bei uns einfach mal kauft oder einfach nur da seid und mit uns spielt oder uns vielleicht mal über einen Battle Report oder zu einem Battle Report herausfordert, weil auch da könnt ihr einfach unter dem Video auf der E-Mail-Adresse einfach sagen, Leute, ich würde euch gerne herausfordern, dann würden wir so in der gegenseitigen Kommunikation einfach einen Termin finden und dann kommt ihr hierher, wir haben einen schönen Abend, trinken ein paar Bierchen, ja halt auch nicht, wenn ihr fahren müsst, essen was und haben einfach einen schönen Abend. Also, ne, so wie wir das eigentlich auch immer hier haben, in dieser wunderbaren Community hier. Das dazu, liebe Freunde. Und dann bedanke ich mich nochmal bei dir. Es war ein schöner Abend. Ihr wisst alle Bescheid. Ich hoffe, wir hoffen, ihr hattet Spaß mit uns. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video hier bei uns auf dem Battle Report wieder. Bis bald, ihr Lieben. Macht's gut. Ciao.